Ein Zug kommt vorbei. Was heißt das? Wir sind fett geworden. Du bist fett geworden. Ich bin fett geworden. Was können wir dagegen tun? You just leave this up to me. I can show you my world. We can go through it all. You just leave it up to me. Take a trip to the stars. I can show you it all. Was geht ab, am Start? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Du Fettsack. Alter, deine Schnauze. Ja, Leute, auf das Video haben wahrscheinlich schon mega viele Leute gewartet. Uns haben wir ja schon ungefähr 1 Million Mal angekündigt. Am 1.1. geht's los. Gut, dass wir gerade schon den 2.1. haben. Leute, auf jeden Fall haben wir angekündigt, dass wir so ein Abnehmprojekt starten wollen. Und wir fangen damit offiziell heute an. Das Ding ist ja, Daniel ist halt richtig fett geworden. Ich habe halt auch ein bisschen zugenommen. Ey, Leute, ich fühle mich so eklig, Mann. Ich fühle mich so... Ja, Mann. Digga, das ist einfach... Es muss eine Veränderung jetzt kommen. Es muss losgehen. Ich war gestern noch Abschlussessen bei McDonald's, okay? Ich gebe zu. Ich habe gestern auch nochmal richtig reingehauen. Aber... Es hat sich jetzt verändert. Jetzt geht's los, Leute. Scheiße. Ja, aber Leute, wir machen jetzt so eine Art Battle aus dem Ganzen. Und zwar wollen wir halt richtig krass abnehmen. Und damit wir das noch machen, brauchen wir halt irgendeine krasse Bestrafung für den, der es nicht macht. Wir haben uns halt Folgendes gedacht. Und zwar, wer halt am meisten abnimmt von jetzt bis zum 1.6. Also es dauert jetzt ein halbes Jahr, das Projekt. Jeden Samstag kommt halt ein Video auf meinem Kanal, wo wir beide unsere Fortschritte zeigen. Und ja, mal zeigen, was wir so essen, was wir so machen, wie wir trainieren. Genau. Halt all so ein Kram, damit ihr einfach mal so einen kleinen Einblick daran bekommt. Und ob wir es halt dann auch wirklich durchziehen oder ob ihr uns jeden Samstag zuguckt, wie wir im Mac sitzen. Oh, keine Ahnung. Es kommt auf jeden Fall Samstag immer wieder ein Update, was passiert ist in der Woche. Und das wird richtig schlimm, Mann. Das wird so schwer, Alter. Das wird echt hart. Das Ding ist, ich habe einfach Angst, dass am Ende des halben Jahres so Vorherbild genauso gleich aussieht wie das nachher. Das Ding ist nämlich, Leute, wir machen, damit das halt einfach spannender wird, eine heftige Bestrafung. Und zwar machen wir A, ein Vorher-Nachher-Bild. Heißt, wie unser Körper oberkörperfrei vorher aussah und wie er nachher aussieht. Und es ist halt echt scheiße, wenn dann noch mehr Fett dazugekommen ist oder so in einem halben Jahr. Was halt am aller heftigsten ist, wir werden irgendwie ein Video machen, wo wir zusammen in Köln sind oder so und der Verlierer oberkörperfrei da rumrennen muss. Und ich werde werd nicht verlieren, Alter, ich schwör's. Ich springe eher von der Brücke, anstatt ich verliere, Junge. Oh, scheiße, ich muss trainieren, Digga. Ja, was machen wir eigentlich noch, Digga? Eigentlich müssen wir jetzt trainieren gehen, Digga. Ja, chill mal dein Leben. Naja, aber das Ding ist, Leute, ohne Witz. Und als drittes machen wir noch, dass wir eine Folge, ich habe noch nie oder so aufnehmen, halt oberkörperfrei der Verlierer, wird auf jeden Fall lustig. Aber das wird echt eine mega harte Zeit, gerade ich, der jeden Abend irgendwie essen fährt und seinen YouTuber-Lifestyle überhaupt genießt, wie es überhaupt geht, Leute, jetzt so eine krasse Umstellung zu machen. Aber ja, wird auf jeden Fall krass. Wir haben hier beide schon so richtig freshe Vlogging-Cams jetzt geholt. Daniel hat genau dieselbe wie ich, damit die Quali halt stimmt. Und dann wird das quasi so ein Two-in-One-Vlog. Also beide filmen ihre Sichten, aber beides kommt auf meinem Kanal. Weiß auch nicht, warum Daniel touren soll. Nein, Leute, ich werde natürlich auch vielleicht irgendwie dazu noch irgendwie ein Video machen. Ich weiß auch noch nicht, aber ja, Mann. Ja, wie man das aber als YouTuber auch so macht, haben wir uns auch schon so ein paar Sponsoren gesucht, die uns bei der ganzen Abnehmerei unterstützen, unter anderem die Koro Drogerie. Wir haben jetzt hier die fetten Sony Alpha Alpha 7 Mark II von Sony zur Verfügung gestellt bekommen, also die sind leider nicht uns, aber ja. Unter anderem kriegen wir jetzt auch Klamotten von Smilo Dogs und richtig coole Sachen, also ich bin mega motiviert, da wirklich alles durchzuziehen und Daniel komplett zu zerstören, weil ich werde sowieso mehr abnehmen als du. Lukas, bist ja Wichser. Du bist fett und du bleibst fett. Halt deine Schnauze. Aber ich würde sagen, um jetzt den Startschuss zu geben, hauen wir jetzt mal beide raus, wie viel wir wiegen. Mach du mal zuerst. Nein, du sagst erst. Nein, sag du mal zuerst. 95 oder 97. Ja, wie viel? Sag mal ganz genau. 97. Du wusstest es ganz genau, du Wichser. Scheiße. Okay, Leute, ich will es raushauen. Und zwar, das ist auch schon echt hart so, aber ich wiege momentan 94,6. Fuck. Oh, ich schwör's dir, als Energy. Chill, Digga, chill. Ja, Leute, aber ihr merkt... nur Muskelmasse sein. Ja, wahrscheinlich Muskelmasse, oder? Naja, aber Leute... sehen, Digga. Leute, ihr merkt schon, wir sind so ziemlich auf dem gleichen Level und ab jetzt geht's runter. Mein Ziel sind so, ja, ich will schon so 30, 40 Kilo am Ende nur noch wiegen. Ah, alles klar, Digga. Wahrscheinlich, oder? Ist okay. Naja, aber... Na, jetzt mal for real, wie viel wollen wir abnehmen? Was ist so dein Ziel? Digga, vom interessiert Ding her leider gar keinen. Trotzdem 97 wiegen, Digga, aber halt gute 97, so. Fitte 97. Ja, aber sag mal, du willst ja abnehmen.
Du willst ja abnehmen. Ja, ich will abnehmen, aber auch fit, athletisch aussehen, so gut gebaut einfach. Der Energy, psch. Du kleiner Wichser, Alter. Du kleiner Wichser, Alter. Du kleiner. Weißt du, ich schnack jetzt nicht mehr. Ich schnack Alter, nicht, denn ich zeig dir, was ich kann. Ja, Leute, auf jeden Fall, ab heute geht's los, wird auf jeden Fall richtig lustig. Checkt auf jeden Fall meinen Instagram-Account ab und den von Denergy, denn wir posten da jeden Tag, was wir so machen, wenn wir mal trainieren gehen. Ihr könnt uns so quasi überprüfen, ob wir es machen. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr Bock habt, einfach mitmachen. Ich sitze auch fast den ganzen Tag hier und mache mein YouTube-Zeug und bewege mich nicht so viel. Ich gehe halt schon trainieren, Daniel auch, werdet ihr aber auch alles sehen, da will ich jetzt nicht alles erklären. Aber ich poste ja exakt, was ich jeden Tag esse und ihr könnt da gerne mitmachen. Würde mich echt freuen, wenn wir da Leute motivieren, die auch am Start sind. Und dann würde ich sagen, ich bin jetzt raus. Daniel, willst du noch irgendwas sagen? Ja, halt die Fresse. Hä, hey, ich wollte dich echt was sagen. Willst du nicht Tschüss sagen oder so? Okay, Leute, halt die Schnauze. Like da, schaut auf meinem Kanal vorbei. Yo, haut rein, Leute. Wir sehen uns morgen im nächsten Video und checkt mein Instagram ab. Ciao. Feel me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Feel me out. With a flame, I will let you in this game. Seven songs.